Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Schäffer Automobile, Ihr EU-Neuwagenpartner in Bielefeld. Wir haben uns bei einem der letzten Videos überlegt, wir würden ganz gerne mal einen Vergleich anstellen im Bereich der SUV der Firma Skoda. Und zwar haben wir da einmal den Skoda Karoq hier in der Sportline-Version, einmal den Skoda Kamiq und das größte Auto, den Skoda Kodiaq. Alle drei Versionen verfügen über den 1,5 Liter TSI Motor in Verbindung mit dem Automatikgetriebe, das heißt 7-Gang Automatik in Verbindung mit 150 PS Vierzylinder. Auf Anhieb fällt direkt auf, es gibt natürlich Größenunterschiede. Kamiq ist das kleinste Auto, Karoq eben halt eine Nummer größer, Kodiaq das größere Fahrzeug. Und wir erleben es halt immer wieder in unseren Verkaufsgesprächen, dass wir die Frage gestellt bekommen, welches Auto ist jetzt das Richtige für mich? In dem Moment machen wir natürlich eine Bedarfsanalyse und klären mit dem Kunden, wie ist das Anforderungsprofil? Was soll mit dem Auto tatsächlich stattfinden? Ist es so, dass wir die große Familie haben? Müssen Kinder in das Fahrzeug mit untergebracht werden? Ist es so, dass wir vielleicht das ältere Ehepaar haben, die im Stadtbereich unterwegs sind? Ist es vielleicht so, dass ich den Freizeitsportler habe, der sagt, ich möchte ein sportlich knackiges Auto haben? Alles Fragen, die sich natürlich stellen. Letztendlich auch immer die Frage, wo wird das Auto dann tatsächlich eingesetzt? Mehr im Stadtbereich, mehr auf der Landstraße, mehr im Autobahnbereich? Ist es vielleicht am Wochenende irgendwo die Fahrt nach Willingen zur Downhill-Strecke? Ist es vielleicht am Wochenende die Fahrt zum Ferienhaus hoch zum Timmendorfer Strand? Nur mal als Beispiel. Alles Kriterien, die da natürlich mit reinzielen. Und ich denke, danach sollte auch die Größe des Fahrzeugs bemessen sein. Es macht ja keinen Sinn, ein riesengroßes Fahrzeug im innerstädtischen Bereich 3000 Kilometer im Jahr zu bewegen, wo ich riesige Schwierigkeiten habe, in Parklücken reinzukommen, in Parkhäuser und so weiter und so fort. Ist es allerdings so, dass ich die lange Strecke habe, wo ich viel unterbringen muss, ist natürlich so ein Fahrzeug wie zum Beispiel der Skoda Kodiaq mit sehr viel Platz im Innenraum, mit einem schönen langen Radstand, komfortablem Abrollverhalten, sehr, sehr guten Innengeräuschen eben halt, schon eher die Alternative. Rein vom Budget
ganz offen gesprochen, ist zwischen diesen drei Autos gar nicht ein riesengroßer Unterschied. Wenn wir mit dem Karoq hier mal beginnen, ein solches Auto in der Sportline-Version, so wie er hier steht, kostet 32.690 Euro. Bei dem Karmic in einer sehr, sehr guten Style-Ausstattung sind wir bei 28.690 Euro. Und hier bei dem Kodiaq ist es letztendlich so, dass das Auto 30.690 Euro kostet. Also irgendwo im Preisbereich zwischen 28.000 und 32.000 Euro. Also so riesengroß ist die Spanne gar nicht zwischen den Autos. Vom Konzept her muss man allerdings sagen, der Karoq, ganz typisch das sportliche Auto, so wie er jetzt hier steht, in einer Größenordnung, wo wir immer empfehlen, wenn man sagt, Fahrer, Beifahrer plus zwei Mitfahrer plus etwas Gepäck, ist das von der Größe her ideal, nicht zu groß, nicht zu klein. Das Auto hat Abmessungen, ähnlich wie wir es von der Länge und Breite zum Beispiel in der typischen Golfklasse haben. Da bietet sich das Auto also hervorragend an, wenn man sagt, universell passt in alle Bereiche. Bei dem Karmic ist es so, das Auto ist etwas kürzer, wir sprechen über 20 cm Längendifferenz. Das Auto ist auch, wie man sehen kann, etwas niedriger vom Einstieg. Ich probiere das jetzt einfach mal aus und setze mich mal rein in das Auto. Fange hier direkt mit dem kleinsten Fahrzeug im Bereich der SUVs mal einmal an. Der Einstieg ist nicht zu hoch, ist auch nicht zu tief. Das heißt also auch der Übergang vom Schweller hin zu dem Sitz, das ist sehr komfortabel zu machen. Wir haben immer mal den einen oder anderen Kunden, der sagt, Mensch, bin ich so riesengroß gewachsen, habe relativ kurze Beine, habe immer die Schwierigkeit im Bereich der SUV bei dem Ein- und bei dem Aussteigen. Kopffreiheit ist trotzdem sehr, sehr gut gegeben. Raumgefühl ist hervorragend und es ist auch so von der Breite her, ich jetzt bei meiner Körpergröße habe nicht gleich das Gefühl, dass ich auch den Beifahrersitz mit einnehmen muss, sondern finde ordentlich Platz, sowohl in der Beinlänge, Höhe passt. Also das ist wirklich, wirklich in Ordnung. Und wenn man dann direkt nochmal nach hinten schaut, können wir jetzt gerade mit der Kamera mal einmal reinfilmen. Bei der Sitzposition behaupte ich, ich mit meiner Körpergröße würde ohne weiteres dort auch wieder hineinpassen. Kofferraumvolumen hier bei dem Auto für den täglichen Einkauf in jedem Falle gerüstet. Überhaupt gar kein Problem. Auch sag mal zum Verreisen, ob es der Koffer ist, ob es die Reisetasche ist oder vielleicht auch die Sporttasche. Völlig unproblematisch. Kurz am Rande dann dabei, weil ich die Tage, da komme ich jetzt gerade drauf, einen Kunden hatte, der einen Golfbag unterbringen wollte. Auch das passt hier bei dem Auto hinten rein. Viele ältere Kunden, die halt sagen, Mensch, ich muss mein Hobby irgendwie mit unterbringen, passt hier natürlich hervorragend. Jetzt machen wir mal in der nächsten Klasse direkt einmal weiter. Und zwar hier bei dem Karoq. Da sehen wir schon, der Kofferraum hat etwas mehr Tiefe im Vergleich zu dem Karmic. Von der Höhe her ist kein so großer Unterschied gegeben. Passt natürlich auch hervorragend für die Reise, auch ohne weiteres mit zwei, drei oder auch vier Personen. Hinteren Bereich schauen wir mal, auch da ist ordentlich Platz vorhanden. Und wenn ich mich jetzt vorn reinsetze, dann fällt mir auf, dass der Einstieg ein kleines bisschen höher ist im Verhältnis zu dem Karmic. Aber auch hier der Abstand vom Schweller zum Sitz ist auch nicht riesengroß. Also da muss man sagen, kommt man auch vernünftig rein und raus. Das klappt ganz gut. Das Auto hier im Innenraum auch typisch Skoda, so wie wir es bei dem Karmic eben halt auch hatten. Was mir allerdings auffällt, die Innenraumbreite ist schon noch etwas mehr. Ich habe auch das Gefühl, ich sitze etwas tiefer in dem Auto, weil die Seitenlinie etwas höher geschnitten ist. Rundumsicht ist trotzdem hervorragend, auch nach hinten raus. Und dadurch, dass das Fahrzeug eher auch mit einer Rückfahrkamera ausgestattet ist und der Einparkhilfe zusätzlich, gibt es da absolut keine Probleme beim Einparken. So, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter und schauen uns mal das größte Fahrzeug an. Und zwar den Skoda Kodiaq. Da fällt direkt auf, das Fahrzeug hat eine ganz andere Fahrzeughöhe. Das heißt, ich stehe jetzt daneben, wenn man jetzt mal die Proportion einfach mal mit der Kopfhöhe nimmt. Auch hier große, wuchtige Tür. Der Einstieg ist ähnlich wie bei dem Karoq, muss ich sagen. Schwellerbreite ein kleines bisschen mehr. Was mir sofort auffällt, ist, ich habe wahnsinnig Platz hier zur Beifahrerseite rüber. Das Ganze wirkt hier vorne in dem vorderen Bereich deutlich größer. Auch hier die Kopffreiheit, das ist gigantisch. Also ich habe da schon Kunden gehabt, die haben
eine Körperlänge von 2 Metern. Das ist ja immer nicht ganz so einfach, einen so großen Menschen dann unterzubringen. Und die sitzt natürlich hier in dem Skoda Kodiaq absolut perfekt. Beinlänge passt, auch die Ergonomie mit dem Lenkrad vom Abstand her, das ist hervorragend. Und was für mich das absolut Bewundernswerte ist bei dem Auto, wenn wir jetzt hier mal einmal die Tür hinten öffnen, wenn man da mal reinschaut, wie viel Platz da jetzt noch ist, das ist gigantisch groß. Also selbst wenn ich 4 großgewachsene Personen habe, die finden in dem Auto in jedem Falle Platz. Und eben halt, wenn es um die Urlaubsreise geht, dann zusätzlich auch hier einen Kofferraum mit einer enormen Tiefe, wo extrem viel untergebracht werden kann. Das ist also wirklich, wirklich perfekt. Zum anderen muss ich dazu sagen, wie wir das von Skoda eben halt auch schon kennen, bei Fahrzeugen, letztendlich, ob es der Kamiq ist, ob es der Karoq ist oder ob es auch der Kodiaq ist, alle 3 Fahrzeuge haben natürlich in ihrem Wettbewerb mit anderen Herstellern ganz klar den Vorteil, eine hervorragende Verarbeitung, super Preis-Leistungs-Verhältnis, extrem stabiler Wiederverkaufswert bei den Fahrzeugen und was uns immer wieder freut, wir haben sehr viele Kunden, die sehr gerne eben halt wiederkommen nach 3, 4, 5, 6 Jahren und sagen, Mensch, das Auto ist gut. Wenn es so einen jetzt nochmal gäbe, würde ich den wieder kaufen. Das ist für uns immer die tollste Auszeichnung, die wir bekommen können, weil dann haben wir anscheinend im Erstgespräch was richtig gemacht. Der Kunde ist über die Laufzeit mit dem Auto hervorragend bedient gewesen und kommt dann eben halt gern wieder und sucht sich das nächste Fahrzeug auf. So, bevor ich das vergesse, was mir noch ganz wichtig ist, ist dieses Thema mit Anhängelasten und Stützlasten. Wir haben ganz häufig die Situation, dass wir speziell bei dem Skoda Kamiq, bei dem Karoq und eben halt auch bei dem Kodiaq viele Kunden haben, die sehr, sehr gerne eine Anhängekupplung eben halt haben. In diesen beiden Fällen hier bei dem Kamiq wie auch bei dem Karoq ist bei beiden Fahrzeugen schon direkt die Anhängekupplung ab Werk montiert. Was super gelöst ist, ist, dass diese Anhängekupplung direkt schwenkbar ist. Das heißt, ich brauche hier nur am Hebel ziehen. Das Ganze löst sich, verstause einmal und schon ist sie wieder weg. Zum anderen, ich dann wieder ziehe, ist sie direkt wieder da. Hier unten direkt auch gleich die Öse mit dabei, wenn es um das Thema Wohnanhänger geht. Seitlich die Steckdose 13-polig. Also wirklich ideal. Und was halt schön ist, zum Beispiel für den Fahrradträger. Wir haben hier eine Stützlast von 75 Kilo auf der Kupplung. Häufig ist es ja so, ein E-Bike wiegt meist so um 20, 25 Kilo. Ich sag mal 20 Kilo nochmal der Träger. Wenn ich jetzt sage, 2 Räder eben halt, sind wir bei 40 Kilo. Dann plus den Träger nochmal 20 Kilo oben drauf, haben wir 60 Kilo gesamt. Klappt also von der Stützlast her hervorragend. Anhängelast in diesem Falle hier bei dem Skoda Kamiq 1250 Kilo. Wenn ich dann weiter rüber gehe zu dem Skoda Karoq, dann haben wir bei dem Auto das gleiche System mit der schwenkbaren Anhängekupplung. Habe hier in diesem Falle allerdings 1500 Kilo Anhängelast und auch 75 Kilo Stützlast. Bei der größeren Version, bei dem Skoda Kodiaq, ist es so, auch 75 Kilo Stützlast. Effektiv eine Anhängelast von 1600 Kilo. So muss man so ein bisschen den Vergleich eben halt ziehen der Fahrzeuge untereinander. Wir haben bewusst eben halt die 1,5 Liter TSI Maschine gewählt, weil wir viele Kunden haben, die meist nicht unbedingt höhere Fahrleistungen haben als 20.000 Kilometer im Jahr. Ansonsten empfehlen wir da sehr, sehr gerne die Dieselvariante 2 Liter TDI 150 PS oder 2 Liter TDI 200 PS. Macht immer dann sehr, sehr viel Sinn, wenn wir Vielfahrerkunden haben, die eben halt auch tatsächlich unterm Strich eine hohe Anhängelast brauchen und eben halt eine sehr, sehr hohe Fahrleistung letztendlich bei so einem Fahrzeug zusammenbringen. Ansonsten empfehlen wir da den Benziner. Da ist das sicherlich sinnvoller. 1600 Kilo für den Kodiaq hört sich erstmal nicht viel an, aber die meisten Wohnanhänger haben irgendwo zwischen 1300 und 1600 Kilo. Die kann ich also ohne weiteres hier mit dem Auto auch ziehen für die Urlaubsfahrt. Das ist also wirklich absolut völlig unkritisch. So, jetzt haben wir uns im Haus natürlich Gedanken gemacht, welcher Kunde kauft denn wohl welches Auto? Also aus den Erfahrungswerten kann ich direkt hervorgehen und kann sagen, wir verkaufen den Skoda Kamiq sehr, sehr häufig, gerade auch an den älteren Kunden, der bewusst sagt, ich möchte gerne das etwas kleinere Auto haben. Da ist das große Auto nicht mehr gefragt, das ist in der Vergangenheit gebraucht worden, heute halt nicht mehr der Fall. Dann aber tatsächlich diese Flexibilität,
elektrische Heckklappe gerne mit dabei, gerne eben halt die Rückfahrkamera mit drin und vor allen Dingen auch die Anhängekupplung häufig für den Fahrradträger. Wir haben allerdings auch, muss ich sagen, viele alleinstehende Personen, die jetzt nicht unbedingt direkt im Rentenalter sind, sondern halt auch sagen, ein Auto von der Größe her, so wie der Kamiq ist, ist für mich ideal, ich brauche nicht mehr und vor allen Dingen bin ich viel im Innerstädtischen unterwegs, da passt das Auto natürlich super. Die Alternative dann bei dem Karoq, das ist ganz interessant, da haben wir sehr viele Familien, häufig irgendwie das typische Raster, Mutter, Vater, ein Kind, zwei Kinder, gerne auch die Anhängekupplung mit dabei. Wir haben sehr viele Kunden aus dem ländlichen Raum, die dann eben halt auch einen kleinen Einachser-Anhänger haben, wo dann zum Beispiel sag mal Gartenabfälle, Hausabfälle und so weiter gerne mal transportiert werden oder eben halt auch Baumaterialien. Passt natürlich dann hier mit dem Skoda Karoq auch wieder hervorragend durch die Anhängekupplung. Und wenn es dann um den Kodiaq geht, dann haben wir ganz, ganz häufig eben halt die Familie, die gerne auch im ländlichen Bereich viel unterwegs ist, wo also die Gesamtgröße des Autos nicht unbedingt maßgeblich ist, sondern da geht es eher darum, Raum zu haben, viel Platz zu haben, häufig auch hinten auf der Rückbank mal drei Personen unterzubringen und eben halt auch wirklich Kofferraumvolumen. Empfehlenswert sind alle drei. Letztendlich ist halt immer die Frage, was will der Kunde tatsächlich mit dem Auto machen? Und wenn Sie sich halt die Frage stellen, welches ist das richtige Auto für mich, dann empfehle ich Ihnen zum einen natürlich dieses Video, was Sie jetzt bereits gesehen haben, zum anderen aber auch sehr, sehr gerne, dass Sie zu uns kommen. Wir sind derzeit erreichbar per Telefon. Sie können uns erreichen per E-Mail. Wir können per WhatsApp kommunizieren. Gerne auch bei uns über den Instagram-Kanal. Also wir haben verschiedenste Möglichkeiten, wie wir derzeit in Kontakt treten können. Videotelefonie, alles ist möglich. Leider haben wir aktuell jetzt gerade hier im Haus die Situation, dass wir nur Click und Collect anbieten dürfen. Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen, die derzeit vorherrschen. Aber ich denke, auch das wird sich wieder ändern. Wenn Sie eine Frage haben, wenn irgendwas für Sie offen ist, gerne anrufen, gerne reinkommen. Letztendlich sage ich erstmal vielen, vielen Dank. Würde mich freuen, wenn das Video gefallen hat. Wenn es nochmal einen Klick auf den Like-Button gibt, gerne auch den Kanal abonnieren. Und ansonsten sage ich vielen, vielen Dank. Ich bin raus.